Die Stimmung ist eigentlich so ein bisschen ein Abenteuer plus Selbstfindungstrip. Über die eigenen Grenzen sind wir definitiv hinausgegangen. Und wir haben festgestellt, es gibt viele Wege. Wenn der eine nicht funktioniert, dann funktioniert ein anderer. Die Vorstellung von der Rallye, dass man viel Sand um sich herum hat und totale Weiten und man nicht weiß, wo man steht, ist anders, wie wenn man in der Realität drinsteht. Das war auch eine sehr intensive Erfahrung, mit einem Menschen so fast rund um die Uhr zusammen zu sein und solche extremen Situationen zusammen durchzumachen. Das gehört zu der Rallye, man weiß nie, was passiert, jeden Tag ist anders. Das ist schwierig, aber das ist auch wichtig, dass man ruhig bleibt und dass man weiß, was ist jetzt die beste Lösung. Also wir haben schon gemerkt, wir sind irgendwie so in einer komplett anderen Welt unterwegs. Also man kriegt so überhaupt nichts mehr mit, was außenrum ist und macht eigentlich nur so sein Ding. Also ist eigentlich cool. Und einfach so Momente, wo ich mich dann schon frage, was tue ich mir eigentlich an? Warum mache ich das überhaupt? Klar, im Nachhinein, wenn man es dann geschafft hat, dann freut man sich wieder, definitiv. Aber in den Momenten, da will man eigentlich nur noch nach Hause. Kein Problem. Wenn dann die Kraft so nachlässt, da kommt man dann wirklich schon an den Punkt, dass man sagt, so, und jetzt müssen wir uns zusammenreißen und gehen wir da zusammen durch. Also man braucht oft Motivation für zwei. In den Momenten hätte ich sehr gerne auf die Extremsituationen verzichtet, die einen an die Grenzen gebracht haben. Das war in dem Moment wirklich nicht schön. Im Nachhinein sind das wahrscheinlich die Momente, die die Rallye wertvoll machen und an die man sich auch in 10 Jahren noch erinnert. Am meisten hat mich überrascht, wie viel man wirklich leisten kann, obwohl man denkt, dass es nicht mehr geht. Man schläft ja nur 4 Stunden jede Nacht und ich habe eigentlich gedacht, dass es einem am dritten Tag, vierten Tag einholt und einem richtig zusetzt. Aber wie viel Power man dann doch noch aufbringen kann, das hat mich echt überrascht. Die ganze Anspannung fällt jetzt so nach und nach ab. Und ja, ich bin froh, hier zu sein, die roten Fahnen im Ziel zu sehen. Die Sonne scheint, das ist schön. Was will man mehr? Ich freue mich wahnsinnig.